Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Dezember für euch. Ich hatte euch ja schon meine Weihnachtsbücher plus das Unpacking gezeigt. Und ja, ich habe heute noch die kompletten Neuzugänge für euch vom Dezember. Ich zeige euch auch die Weihnachtsbücher nochmal ganz kurz von vornherein und das, was ich noch geschenkt bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Fangen wir gleich mal mit den Büchern an, die in dem Paket drin waren, was ich von meiner Abonnentin bekommen habe. Ich zeige euch die Bücher einfach nur nochmal ganz kurz, ganz schnell. Ich habe sie euch ja in dem Unpacking schon gezeigt, nur sie gehören halt zu den Neuzugängen da dazu. Deswegen hier nochmal ganz fix im Schnelldurchlauf das Unpacking und die Weihnachtsbücher. Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Liebe fertig los von Rachel Gibson. Die Wahrheit meines Vaters von Jodi Picoult. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Ich weiß nicht, ob Picoult, jetzt, whatever. Der Rubindrache von Peter Ward. Engelsseele von Nalini Singh. Da freue ich mich auch jetzt noch mega drüber. Vielen, vielen Dank. Das Coloring Book zu Das Reich der Sieben Höfe. Das Reich der Sieben Höfe, Born und Rosen. Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis. Wolkenschloss von Kerstin Gier. Frost wie Schatten von Sarah Rash, auch immer. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Gelöscht von Terry. Singe, Fliege, Vöglein, Stirb von Janet Clark. Stigmata von Beatrice Gurian. Und als letztes Love Letters to the Death von Ava Delira, glaube ich, heißt die Autorin. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Das waren die Weihnachtsbücher und die Bücher von meinem Unpacking, was ihr ja schon kennt. Ein paar Bücher sind noch eingezogen, es sind nicht viele, aber ich dachte mir, ich zeige sie euch einfach nochmal mit, weil sie gehören ja auch zu den Neuzugängen da dazu. Das erste Buch, was ich mir im Dezember noch mit neu gekauft habe, ist Tempting Love Teil 3, Spiel nicht mit dem Bodyguard von Jaylin oder halt auch Jennifer Armentrout. Ich muss sagen, dass der dritte Teil der Tempting Love Reihe definitiv mein Lieblingsteil ist. Man merkt schon, während man diese Reihe liest, wie Jennifer L. Armentrout sich damals halt auch verbessert hat. Ich glaube, das sind somit die ersten Liebesromane, die sie jemals geschrieben und veröffentlicht hat und ich finde, man merkt halt einfach ihre Entwicklung in der Reihe super. Und ja, der erste Teil war wirklich schwach. Das war das schwächste Buch, was ich von ihr jemals gelesen habe. Aber der dritte Teil war wieder so unglaublich gut und so toll. Und ich fand die Protagonistin einfach nur richtig herrlich. Aber mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Video. Aber Tempting Love ist auf jeden Fall eingezogen und gleich gelesen worden. Ebenso von Jennifer Armentrout im Dezember eingezogen ist der dritte Teil der Götterleuchten-Reihe Glanz der Dämmerung. Ich habe dieses Buch natürlich auch im Dezember gleich gelesen. Das Video dazu ist auch schon online. Ich fand den dritten Teil wieder richtig gut. Aber man hat halt hier gemerkt, dass es wirklich so ein Übergangsteil war zum Finale. Also es ist jetzt von der Spannung her nicht so ultra viel passiert, aber ich mochte das Buch trotzdem sehr, sehr gern. Bei dem nächsten Buch bin ich in der Buchhandlung zufällig drüber gestolpert. Es ist ein zweiter Teil. Ich wollte den ersten Teil eigentlich aussortieren, weil ich dachte, ja, weiß ich nicht, ob ich das noch lesen will, ob man den zweiten Teil noch so ranbekommt. Und viele haben mir dann auch geschrieben, ja, den zweiten Teil kriegst du noch, ohne Probleme, kein Thema. Und ich gehe nächsten Tag in Zugendubel und tada, da ist er, der zweite Teil von Der letzte Engel, Der Ruf aus dem Eis. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Viele, viele von euch haben mir kommentiert, dass das Buch richtig, richtig gut ist. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf, das Buch dann auch mitzulesen. Dann ist noch ein Buch im Dezember bei mir eingezogen, was mir meine Bloggerbetreuerin vom HarperCollins Verlag ans Herz gelegt hat, dass ich dieses Buch unbedingt lesen soll. Und dieses Buch ist auch mein aktuelles Currently Reading und zwar Orphan X von Craig Hurwitz. Das ist ein Agenten-Thriller, also so Jason Bourne-mäßig. Ich habe die ersten 50 Seiten gestern gelesen. Ich will heute auf jeden Fall noch weiterlesen. Bisher gefällt es mir richtig, richtig gut. Das erste Kapitel war mega lustig. Und ja, ich bin schon gespannt, was Orphan X noch für mich bereithält und ja, werde auch euch hier berichten, wie es mir gefallen hat, aber es scheint ein gutes Buch zu werden. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Es steht nicht viel hinten drauf, worum es geht. Es steht nur hinten drauf, Evan ist ein Absolvent des Orphan-Programms, in dem Waisenkinder zu hocheffizienten Killern ausgebildet wurden. Nach Jahren des Mordens für die Regierung ist er in den Untergrund gegangen. Er hilft nun den Verzweifelten, die nicht zur Polizei gehen können. Dabei hält er sich strikt an seine eigenen Gebote. Doch diesmal muss er gegen eine Regel nach der anderen verstoßen, damit die allerwichtigste unangetastet bleibt. Lasse niemals einen Unschuldigen sterben. Und ich finde, das klingt einmal richtig gut. Und wie gesagt, die ersten 50 Seiten waren sehr, sehr vielversprechend. Und ich freue mich jetzt drauf, dieses Buch weiterzulesen. Und ja, werde euch berichten, wie es mir gefallen hat. Dann hatte ich ja euch in meinem Unpacking die 5 Bücher von Heavenly gezeigt von meiner Abonnentin und sie hatte mir dann geschrieben, dass noch ein Buch fehlt, dass dieses nicht mehr rechtzeitig angekommen ist und dass ich es mir dann noch nachschickt. Das Buch ist zwischenzeitlich da und zwar habe ich von ihr noch mitbekommen Morgentau von Jennifer Wolf und da habe ich mich so riesig drüber gefreut. Dieses Buch steht schon so, so lange auf meinem Wunschzettel und ich habe es mir einfach irgendwie immer nie mitgekauft, warum auch immer. Und ja, jetzt habe ich es und es ist ja der erste Teil der Jahreszeitenreihe, die Auserwählte der Jahreszeiten, glaube ich.
ja, heißt die Reihe. Ich weiß es gerade nicht, aber ich freue mich, denn ich habe über dieses Buch eigentlich nur Positives gehört und ja, werde dieses Buch versuchen auch natürlich ganz, ganz schnell mitzulesen. Ich freue mich da auch schon wahnsinnig drauf und vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die liebe Heavenly für diese tollen Bücher. Danke, danke, danke. Ich freue mich immer noch wie ein Schnitzel und ja, du hast mir eine riesige Freude damit gemacht. Damit wären wir beim letzten Buch, was im Dezember bei mir eingezogen ist. Dieses Buch habe ich am 23. Dezember erhalten und dachte so, was ist das? Ich habe es nicht angefragt, ich habe davon noch nie etwas gehört und da war dann aber so ein Zettel mit bei und zwar kommt dieses Buch nächstes Jahr im Mai erst raus. Ich darf auch vorher die Besprechung zu dem Buch nicht machen, aber ich denke, ich darf es euch vorher schon mal zeigen. Und ja, ich habe dieses Buch vom HarperCollins Verlag zugeschickt bekommen, ohne dass ich es angefragt habe. Ich habe dieses Buch, denke ich, mal zugeschickt bekommen, weil der Verlag denkt, es könnte etwas für mich sein. Ich fand, es klang auch sehr, sehr interessant und ja, ich zeige es euch einfach mal in die Kamera. Und zwar ist das Alles Begehren von Ruth Jones. Wie gesagt, besprechen darf ich dieses Buch leider erst im Mai. Das heißt, ich werde es jetzt auch in den nächsten 2 Monaten nicht gleich lesen, damit das dann auch alles noch frisch ist zur Besprechung. Und jetzt das Buch schon lesen und drehen und dann erst hochladen, ist auch irgendwie doof. Deswegen werde ich dieses Buch dann im April erst mitlesen. Und ich finde, es klingt ganz, ganz toll. Es geht hier um eine Liebesgeschichte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen auch mit um parallele Geschichten, kennt ihr das? Wenn es Geschichten gibt, auch wie hieß denn dieser Film, wo alles so parallel abläuft. Wenn du dich für die eine Sache entscheidest, verläuft das Ganze so. Und wenn du dich aber anders entschieden hast in dieser Situation, würde ja dein Leben dann in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich glaube, so ist das in diesem Buch dargestellt, weil es geht in diesem Buch um 2 Menschen, die aufeinandertreffen und sich entscheiden müssen, ob sie zusammen sein sollten oder ob sie sich lieber lassen sollten. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es klingt auf jeden Fall ultra spannend. Und ich werde euch auf jeden Fall dann berichten, wenn ich es im April gelesen habe. Also wie gesagt, ich darf am 2.5. das Video dazu online stellen und das werde ich dann auch gleich machen. Denn wie gesagt, es klingt richtig gut und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Aber mehr dazu dann in meinem Video, wenn ich das Buch gelesen habe. Das waren meine ganzen Neuzugänge aus dem Dezember. Wie ihr wisst, bei mir ist der Dezember mal so ein bisschen so ein Eskalationsmonat durch meinen Geburtstag und durch Weihnachten. Und ja, ich finde, ich habe ganz, ganz viele tolle Bücher wieder bekommen und es sind wieder ultra viele Bücher, die bei mir eingezogen sind. Ah, da kommt man halt auch auf einen Sub von 113. Aber wenn ich jetzt noch, was habe ich denn jetzt noch neu bekommen? Morgentau muss ich noch mit reinziehen, habe ich neu bekommen. Das sind 114, 115, das habe ich aber gleich wieder mit gelesen. 115, ich habe gestern noch ein neues Buch bekommen. Damit habe ich aktuell einen Sub von 115 Büchern. Schauen wir mal, wie ich den dieses Jahr runterkriege oder halt auch nicht runterkriege. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf mehr. Und ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.